Ich bin der David. Ich bin der Farin. Wir sind beide von Gewalt. Fang ich an oder fangst du an? Wir können erstmal die Frage nochmal wiederholen, und zwar... Ja, das ist ja klar. Die Frage ist klar. Die Frage ist klar. Dann fängst du mal kurz an. Also bei mir durchdringt das eigentlich jede Lebensphase, alles, was ich tue. Also ich mache... bei mir funktioniert ohne Kreativität gar nichts. Also ich bin kein Planer. Ich brauche Spontanität eigentlich so wie die Luft zum Atmen. So. Also das ist... ich habe früher sehr viel Angst vorm Planen gehabt, und da hat mir das total geholfen, dass ich sehr schnell reagieren kann, irgendwie spontan, dass quasi, wenn man sich fehlerhaft vorbereitet hat auf irgendwas, also gerade musikalisch oder auch sonst auch schulisch, dass man da schnell reagieren kann und das doch irgendwie hinkriegt. So. Irgendwann habe ich dann herausgefunden, dass je mehr Kreativität auch planbar ist, desto leichter ist der Prozess. Weil der Prozess, wenn du spontan kreativ bist, ist viel, viel anstrengender, als wenn du dir einen Plan machst dahin, wo es gehen soll. Dafür muss man aber erstmal ganz schön viel an Spontanität gezeigt haben. So. Und das haben wir alle eigentlich schon über Jahre gemacht. So. Und das, also Musik ist ja nur ein Part, wo man Kreativität ausleben kann, was wir uns jetzt hauptsächlich ausgesucht haben. Aber bei mir in meinem Leben ist... durch die ganze Graffiti-Sozialisation und alles ist da so viel dabei. Ich habe mal versucht, sogar die Kreativität auf den nächsten Level zu heben, und war kurz auf der Kunstakademie in München und habe eigentlich so Schiss gehabt, dass ich gedacht habe, so, ich komme da eh nicht drauf. So. Und meine Mama so, ja, die mitprobieren. Und dann haben die mich mit der ersten Mappe gleich genommen. So. Zwei Professoren, die gesagt haben, komm zu mir, nein, zu mir. Und so. Sind wir gestern auf der Reeperbahn oder was? Ja, genau. Da waren auch zwei Professoren. Auf jeden Fall. Das Krasse ist halt, dass man oft durch so, oder mir ging es so, durch so ein Label, also wenn du sagst, okay, das ist jetzt ein Label für mein Level an Kreativität, dass das voll wichtig ist. Es ist auch für manche Musiker voll wichtig, wie viele Leute aufs Konzert kommen, als ob das ein Maß dessen wäre, wie die Kreativität ist, gut oder schlecht. Ja? Aber das ist für mich so unfassbar unwichtig, dass es gar nicht krasser geht. Wenn sich kein Arschloch interessieren würde für das, was ich mache, würde ich es trotzdem machen, weil ich muss halt. So, ich kann mir das ja nicht aussuchen. Ich sitze nicht da und sage, so, jetzt sind wir aber mal Musiker. Sind wir mal Sänger, mindestens ein halbes Jahr oder eineinhalb. Dann bin ich Sänger, ja. Okay. Und dann danach Gitarrist. Das ist so witzig. So, ja. Mein Ansatz, dem diametral entgegensteht. Ja, Kreativität ist etwas, was halt auch bei dem dabei ist, was ich besonders liebe zu tun. Also es ist quasi etwas, was mir passiert, weil ich gerne Schlagzeug spiele und weil die vielen Ebenen, auf denen das passiert, also ich allein das einfach nur irgendwo draufklopfen und einfach Rhythmus erzeugen und so, das ist eine Ebene, die erfüllt mich schon. Und das heißt auch noch nicht kreativ sein. Es kann einfach nur stumpf irgendwas runterklopfen, was auch schon dasteht. Das heißt, nichts erschaffen. Oder eben nächstes Level, die Kommunikation mit Musikern. Und das ist auch noch nicht zwingend kreativ. Aber es ist spontan zumindest schon mal. Und das ist etwas, was aber einfach dann passiert. Es ist nichts, wonach ich zwingend suche, aber es ist sehr schön. Also ich definiere mich nicht über die Kreativität, die dabei irgendwie mitschwingt. Und dann natürlich hat es wiederum natürlich diese Ebene, die auch Voraussetzung ist, wenn man in einer Band spielt und dann auch seine eigene Songs spielen möchte, dass man natürlich was erschafft. Und das ist ein Prozess, der mir leicht fällt, aber über den ich mich nicht definiere. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das Bedürfnis habe, etwas zu sagen oder so. Also auch im Schlagzeug, nee, okay. Also auch mich im Schlagzeug oder so. Das ist dann einfach das, was verlangt wird von dem Song. Aber das ist natürlich etwas, was sich aus mir und aus meinen Erfahrungen und aus allem, was mir so zur Verfügung steht, schöpfe. Also eindeutig ein kreativer Prozess. Okay, aber es ist ganz anders gewurzelt, als das bei dir ist. Ja? Und deswegen ist die Kreativität ein Teil von dem, was ich am meisten liebe zu tun, weil das Schlagzeugspiel für mich so viele Ebenen hat, was auch der Grund war, warum ich überhaupt das Studium habe sein lassen. Ich habe die Magisterarbeit nicht geschrieben, alle Scheine gemacht. Ja, ich hatte keine Zeit mehr leider.
Und da ich dann gesagt habe, ja, aber das ist alles, worauf dieses scheiß pseudowissenschaftliche Kommunikationswissenschafts Sozialschmu, alles, worauf es hinläuft, ist für mich außer Frage, da will ich nicht arbeiten. Es ist irgendwelche Medienberufe, die arbeiten viel für etwas, was keiner hören will oder was keiner sehen will, was irgendwie so dazwischen kommt, also Werbung oder das Gelaber beim Radio oder so. Das ist alles viel Arbeit und eigentlich will es keiner. Und ich hab das ja über viele Praktika habe ich das erfahren. Das erfordert eine gewisse Kreativität natürlich auch. Du musst da auch immer wieder reproduzieren können. Ja, und auch so auf eine Art und Weise, dass jemand das Gefühl hat, das hat er jetzt noch nicht gelesen. Mhm. Also, da war aber dann die Entscheidung ziemlich klar, dass ich lieber etwas habe, was im Moment passiert und für die Ewigkeit ist. Und was vielleicht sogar jemand hören will. Und wo ich selber auch was davon habe. Und wo ich nicht sage, okay, diesen Artikel habe ich geschrieben. Apfelmülleimer. Ja, das ist egal. Das ist halt für mich, das ist was Dauerhafteres. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, wo ich sage, okay, das hat schon eine Bedeutung, also dieses Kreativsein und das, also ich bin ja auch echt ziemlich eitel und ich zeige gern her, was ich so kann oder was ich gemacht habe und so. Und das gefällt mir gut. Aber um was herzuzeigen, was man kann, muss man halt auch was gemacht haben und deshalb muss man dann wiederum was geschaffen haben und dann gezwungenermaßen kreativ. Aber das ist voll geil. Du hast voll, bei dir ist Kreativität so anstrengend besetzt. Nee, ist überhaupt nicht. Das fällt mir sehr leicht. Ach so, weil du gerade. Nein, es fällt mir leicht, aber es ist nichts, wonach ich suche. Okay. Ich bin auch glücklich, wenn ich einfach nur spiele. Okay. Das ist mir auch gut. Okay. Ja, krass. Weil ich habe nicht das Bedürfnis, jetzt unbedingt einen Song zu schreiben. Ich muss es nicht. Okay. Also es ist okay, aber... Aber das, was du machst, ist doch auch schon voll krass. Also ich meine, wenn man... Ja, ich interpretiere jedes Mal. Und genau, das meine ich. Und das ist ja eigentlich das Grundding von Kreativität. Das nämlich, dass du eben nicht das Strichmännchen genau nachzeichnest oder die Figur genau nachspielst, sondern halt sagst, okay, das ist gewollt und jetzt zeige ich euch, wie ich es mache. Ja, nein, das ist ja die Freiheit, zu interpretieren, weil ich halt mir eine Fähigkeit angespielt habe, dass ich halt... Dass du nicht das kannst. Mehr, ich kann, ja, ich, ja, eben. Genau, du ich hast habe das, ein Handwerk gelernt. Ja, genau. Aber ein Handwerk lernen lebt ja immer mit dem Schüler, der es erlernt hat. So. Es gibt Leute, die kommen quasi an den Peak ran, was sie gelernt haben. Und da geht nichts drüber. Und alles, was dann für mich, was individuell drüber geht, über nämlich, das ist der Fabi oder das ist der David oder das, weißt du, ich meine? Das ist Kreativität. Wo erkennbar wird. Die Persönlichkeit, genau. In dem was geschaffen wurde. Genau. Und da finde ich eben nämlich, weil Kreativität klingt auch oft so nach so IT-Deity, habe ich so nebenbei gemacht. So. Das ist schon, wie du halt sagst, so, das ist Arbeit. Also ganz ehrlich, wenn dann Leute kommen und dann, also egal in welche, ob das Mucke ist oder was auch immer für ein Feld, und dann so, Foto ist, glaube ich, das beste Beispiel, weil dadurch jeder hat... Mach doch mal schnell. Ja, jeder hat ein iPhone oder eine Digital-Spiegelreflexkamera und ist dann so auf so, ich bin jetzt Fotograf, so, weißt du, Instagram-Account, Photographer oder Foto-Art oder wie auch immer sie sich nennen, so. Aber ich will da drüber gehauen, ist voll geil, Alter. Und klar, wenn du Millionen Bilder machen kannst, so, natürlich ist da Geiles dabei, so. Trotzdem ist das gelernte Handwerk von einem Fotografen immer noch was ein anderes Fundament bildet. So. Und das ist das Interessante. Es gibt Leute, die haben das Fundament nicht, die sind aber, die haben so ein Auge und sind so kreativ, dass sie sich das selber im Nachhinein erarbeiten und dann genau dasselbe Fundament haben, plus eben diese eigene Kreativität, wo es dann drüber geht. Das bist du. Ja. Und dann gibt es Leute, die ruhen sich die ganze Zeit nur auf ihre Arbeit aus und sagen, ich habe das alles mir erarbeitet. Und die wollen da auch gar nicht drüber, weil die sagen, nee, das muss ich nicht, ich habe mir das erarbeitet, ich habe aufgrund dessen schon den Respekt verdient und jetzt ist hier, bla, muss mich jeder so annehmen. Und das finde ich halt dann langweilig. Vielleicht ist es so, dass dieses Kreativsein für mich so ein bisschen einfach negativ besetzt ist von Leuten, die das verkörpern wollen. Okay, ja? Die so quasi einen also machen, das, ob ich bin so voll kreativ. Deswegen habe ich ja auch gerade eben versucht, mich so ein bisschen dagegen zu wehren. Mhm. Wobei eben klar ist in jedem zweiten Satz, dass das ein bedeutender Teil von dem ist, was ich tue. Ja. Aber ich mag einfach diesen Ausdruck nicht. Ich verstehe voll, was du meinst. Darf ich das kurz zusammenfassen? Bitte. Und korrigiere mich. Ja, auf geht's. Du kannst Kreativität. Ja, ich muss aber nicht. Genau.
Und das Ding ist, du kannst es. Es gibt andere Leute, die verstecken sich ein bisschen hinter dem Begriff. So. Ohne dass sie es können. Das schmeißt ihr aber. Das ist richtig gut. Ja, aber das ist halt so. Ich sehe das tatsächlich auch so, dass Kreativität muss man sich erarbeiten. Und ganz viele Leute, die dann, weil du auch vorher gesagt hast, von Spontanität und so weiter. Es gibt voll viele Leute, die sind scheiße, wenn sie spontan sind. Aber wenn sie was aufschreiben, sind sie Wahnsinn. Ist es deswegen ein schlechterer Künstler, weil er was aufgeschrieben hat? In meinen Augen nie. Jeder findet seine Art und Weise, aber nur, wenn er dran arbeitet. Und wenn jemand sich hinstellt und sagt, so, das mache ich jetzt, ich habe mich das schließlich getraut, dafür habe ich Respekt verdient, ne. Das ist noch keine Kunst. Eben, genau, das ist noch keine Kunst. Und das ist halt das Ding. Also, wir sind hart arbeitende Kreative and this shit is worth a lot of things. Genau. Mensch.